In diesem Video geht es um aktiennotierte Firmen, die ganz direkt vom neuen Bitcoin-Hype profitieren können. Dabei zeige ich dir meine Tops und meine Flops. Hallo und herzlich willkommen bei InvestBoost. Mein Name ist Michael Löffler und heute schauen wir uns einen Teil an Aktien an, die von einem Bitcoin-Hype profitieren könnten. Aber aufgepasst, dieses Video dient nur der Information und ist keine Anlageberatung. Alle Informationen können komplett falsch sein. Es kann ein Interessenskonflikt vorliegen, da ich investiert bin. Ja, bevor wir nun starten mit den Aktien, möchte ich euch von meiner eigenen Erfahrung mit den Kryptowährungen berichten. Ich denke, damit werdet ihr auch meinen Blickwinkel auf die Dinge besser verstehen können. Wir blicken als erstes mal auf den Chart des Bitcoins, von Ende 2016 bis zu heute. Dort können wir sehen, dass Anfang 2017 der Kurs des Bitcoins nicht einmal bei 1000 Euro stand. Nur kurze Zeit später begann die beispiellose Rallye des Bitcoins in bisher unvorstellbare Höhen von über 16.000 Euro. Die Gründe, warum und wieso, lassen wir jetzt einfach mal weg. Ich kann euch aber sagen, es waren verrückte Zeiten, die ich aber als Zuschauer verbrachte. Ich gehörte nicht zu den Early Adoptern und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin ich auch kein Trendfolger, sondern gehöre eher zu den antizyklischen Käufern. Nachdem ich mich gebildet hatte über YouTube-Videos und den Büchern wie diese hier, war es dann soweit, ich legte meine abwartende Haltung ab und fing an, in diesem Fenster, das ihr jetzt im Chart sehen könnt, meine Kryptobestände aufzubauen. Diese Einkäufe in Chargen brachten mir einen Durchschnittskurs von 6.200 Euro im Bitcoin ein. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe fast alles richtig gemacht, dann täuscht ihr euch. Mein Fehler war es, dass ich mein Portfolio diversifizierte. Eigentlich ja nie ein Fehler, aber dieses Mal schon. 50% meiner Krypto-Investments blieben im Bitcoin und die anderen 50% wanderten damals in andere Altcoins, darunter Ethereum, IOTA, Tenex sowie weitere andere Token. Dieser Split der Kryptowährung sorgt dafür, dass ich heute trotz der Verdopplung meines Bitcoin-Anteils nur geringfügig im Plus bin. Ja, um es möglich zu machen, diese ganzen Coins zu handeln, waren einige Anmeldungen bei Kryptobörsen wie Binance und KuCoin nötig. Aber der entscheidende Schritt für mich führt uns auch zur ersten Aktie. Das war der sichere Einstieg in den Bitcoin über Bitcoin.de, die zur Bitcoin Coop gehören. Bitcoin.de konnte man mit einem Konto der Fido Bank kombinieren. Somit war es zusammengefasst möglich, bei Bitcoin.de Bitcoins zu kaufen, die dann wiederum direkt deinem Konto bei der Fido Bank in Euro belastet wurden. Zusammengefasst sprachen folgende Dinge für Bitcoin.de: ein deutsches Portal, deutsche Bank mit Fido, und bei den Konkurrenten waren Überweisungen nötig auf unbekannte Portale in Asien. Ja, somit war im Jahr 2017 Bitcoin.de die Lösung für uns Deutsche, um zu den Kryptowährungen zu gelangen. Heute, etwa 3 Jahre später, schwingt sich der Bitcoin wieder auf und nimmt die alten Höhen ins Visier. Und auf YouTube sprießen die Videos der Finanzinfluencer, wie ich es einer bin, wie Pilze zu Bitcoin aus dem Boden. Dabei teilt sich das Lager der Videos in 2 Bereiche auf. Kryptos kaufen, ja oder nein? Und bei den nicht so kryptoaffinen Kanälen werden Aktien, die von einem Boom der Kryptos profitieren, thematisiert. Vor allem fällt mir hier gerade die angesprochene Bitcoin Group mit Bitcoin.de auf. Ich habe jetzt bereits mehrere Videos gesehen, wo das Fazit lautet: Geheimtipp Bitcoin Group, es kann nur aufwärts gehen. Ich kann auch gut verstehen, dass man gerne ein Video zu diesem Thema macht, weil es zum einen im Trend liegt und zum anderen viele Klicks verspricht. Ja, wenn ich so als Finanzinfluencer so darüber nachdenke, würde es mir auch viel einfacher fallen, ein Video zu drehen mit dem Thema Bitcoin Group kaufenswert. Zum einen liegt es daran, das Thema ist einfach umzusetzen in einem Video. Und zum anderen, am Ende gibt es das, was alle wollen, einen einfachen und verständlichen Kauftipp. Wie ihr jetzt wohl schon raushören könnt, ist mein Fazit für die Bitcoin Group ein anderes. Beginnen wir trotzdem mit dem Positiven.
Aus meiner Sicht sprechen zwei Dinge für die Bitcoin Group. Nummer 1, in der Bilanz der Bitcoin Group steckt ein Teil an eigenen Bitcoins. Ja, was dazu führt, dass mit dem Anstieg der Kryptowährungen auch der Wert von Bitcoin Group steigt. Zweitens, das mediale Echo, das gerade um Bitcoin und um die Bitcoin Group entsteht, sollte dem Unternehmen zu mehr Bekanntheit verhelfen, mit dem entsprechenden Kursanstieg. Als Trading-Position ist die Bitcoin Group momentan sehr gut geeignet und wirklich vielversprechend. Warum sie aber aus meiner Sicht eines Langzeitinvestors ein Flop ist, erkläre ich dir jetzt. Die Vorteile aus dem Jahr 2017 brauche ich nicht noch einmal zu wiederholen. Allerdings hat sich hier so einiges verändert. Die Konkurrenz von Bitcoin.de sind heute keine Unbekannten mehr. Die Kryptobörsen Binance, Bitpanda, Kraken und viele weitere Krypto-Exchanges sind im Markt bekannt und vor allem anerkannt und realisieren ein Vielfaches an Umsätzen wie Bitcoin.de. Auch im Bereich Gebühren kann Bitcoin.de nicht mehr mithalten und hat schlichtweg zu hohe Kosten. Auch die Anbindung des Transfers Fiat-Geld zu den Börsen ist heute einfacher als früher und kann zum Beispiel über die Kreditkarte realisiert werden. Diesen Wandel kann man sogar optisch wahrnehmen. Die Portale der Konkurrenten sehen eben aus, wie man es sich im Jahr 2020 eben vorstellt, und bei Bitcoin.de ist das Design von vorgestern. Somit bleibt eigentlich bei Bitcoin.de nur noch der eine Vorteil, und das ist, dass man ein deutsches Portal ist. Allerdings nicht mehr das einzige. Die Börse Stuttgart hat im Jahr 2019 mit der Bison App eine mobile und 2020 gerechte Lösung an den Start gebracht, die laut Medienberichten auch durchaus erfolgreich ist. Ja, zusammengefasst, die Zeit hat Bitcoin.de einfach überholt und ist auf lange Investmentsicht für mich ein Flop. Um jetzt zu den Aktientops zu kommen, müssen wir noch einen weiteren Aspekt beleuchten. Wer verantwortungsvoll mit Kryptowährungen umgehen will, wird früher oder später sich mit dem Thema der Aufbewahrung der Schlüssel auseinandersetzen müssen. Ab einer gewissen Summe an Investment ist es nicht mehr ratsam, seine Schlüssel für die Kryptowährung auf den Hot Wallets der Portalen wie Binance und Bitcoin.de liegen zu lassen. Und es wird eine Cold Wallet benötigt. Hier gibt es viele Versionen, ich zeige euch die einfachste. Das ist ein Ledger. Auf diesem kleinen Gerät liegen meine Zugangsdaten zu meinen Kryptowährungen. Sagte ich gerade einfach? Mit einfach hat das Ganze nichts zu tun. Obwohl wir hier von der einfachsten Variante sprechen, ist hier gar nichts einfach. Weder schnell oder komfortabel. Es benötigt viel Zeit und ein Talent für die EDV sollte schon vorhanden sein. Für die Hausfrau und für den Massenmarkt undenkbar in der Anwendung. Es gibt zwar einige Möglichkeiten, wie man mit Kryptowährungen aktiennotierte Firma Geld verdienen kann. Allerdings ist die aussichtsreichste die, wie sie bereits von den angesprochenen Kryptobörsen betrieben werden. Allerdings mangelt es zum richtigen Durchbruch an zwei Stellen. Erstens, eine wirklich einfache und sichere Anwendung im Umgang mit den Kryptowährungen. Und am allerwichtigsten das absolute Vertrauen in einen Partner, der uns das auch ermöglicht. Dieses absolute Vertrauen könnte aber genau jetzt im Entstehen sein. Bisher hatten sich die Tech-Giganten im Bereich Kryptowährungen nicht engagiert. Allerdings die beiden Payment-Giganten PayPal und Square haben sich dem Thema Bitcoin und Kryptowährung jetzt angenommen und drängen verstärkt auf diesen Markt. Mit ihren Anwendungen wird es möglich, über eine weltweit bekannte Marke in die Kryptowährungen zu investieren und diese dann zu verwalten. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die aktuelle Rallye im Bitcoin erst von diesen beiden Firmen entfacht wurde. Im Hintergrund seht ihr ja die ein oder andere Schlagzeile zu diesem Thema auf eurem Bildschirm. Bevor ihr jetzt versucht, selber Kryptowährungen über PayPal oder über die Cash App von Square zu handeln,
Sei gesagt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos beide Services noch nicht in Deutschland zur Verfügung stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass PayPal oder Square oder vielleicht beide Firmen zugleich es schaffen, diesen Brückenschlag der sicheren Anwendung und des absoluten Vertrauens zu schaffen und dadurch zu großen Playern in diesem Sektor zu werden. Wenn man ein wenig recherchiert, scheint Square die Nase vorne zu haben. Bisher soll es bei PayPal nur angedacht sein, Bitcoins zu kaufen und zu halten. Später soll man sie aber auch ausgeben können. Einer der Grundsätze in der Kryptowelt lautet: Not your keys, not your coins. Das heißt, dass du nur die komplette Kontrolle über deine Coins besitzt, wenn du dein Key zu der Wallet hast. Und das ist bei PayPal nicht der Fall. Diesen Grundsatz kommt Square schon eine ganze Ecke näher. Zusätzlich zu der vorgenannten Handhabung kannst du mit der Cash-App Rechnungen bei Firmen bezahlen oder deinen Freunden Bitcoins einfach verschicken, wie es dir selber eben beliebt. Bisher konzentrieren sich beide Konkurrenten nur auf den Bitcoin. Sicherlich werden aber weitere große Währungen wie Ethereum in der Zukunft folgen. Somit sind für mich die beiden Firmen PayPal und Square die beiden Tops mit den besten Aussichten, langfristig vom Kryptomarkt zu profitieren. Ganz persönlich habe ich mich für ein Investment in Square entschieden. Square gefällt mir schon ganz unabhängig von den Kryptowährungen als Firma ganz gut. Warum das so ist, sprengt jetzt hier den Rahmen und wäre eine ganze Aktienanalyse wert. Zudem gesellt sich jetzt diese Kryptofantasie noch dazu, die bereits jetzt in den Quartalsberichten mit starkem Wachstum sich niederschlägt. Was ein Wermutstropfen ist, ist, dass der Kurs auch mir schon davongelaufen ist und ich nur mit einer kleinen Position investiert bin. Zusätzlich ist auch die Bewertung nicht mehr günstig, mit einem KUV von ca. 10. Somit habe ich Square heute noch mehr auf dem Radar als sonst schon und warte ab, wenn der Kurs sich mal wieder deutlich gen Süden aufmacht. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video mit meinem kleinen Bitcoin-Historie gefallen hat. Wenn ja, lass mir einen Daumen hoch da und wenn du kein weiteres Video mehr verpassen willst, abonniere. Da fällt mir doch noch was ein. Wenn ihr mal wissen wollt, wie verrückt die Zeit um den letzten Bitcoin-Hype wirklich war, dann klickt doch einfach mal auf den Link in den Kommentaren. Da habt ihr auch noch was zum Lachen. Ich sag nur hodeln und ciao.